liebes Publikum, wir sind das Flandersche Gordelquartett. heute ist eine spezielle Gelegenheit für uns. Ja, eine Festgelegenheit, ohne Zweifel. Ein Jubiläum, 30 Jahre Flandersche Gordelquartett. Und wir sind dann auch ganz froh, dass wir hier in Rotenburg sein können. Aber auch ein bisschen ein trauriges Event, da ja, das ist eigentlich uns offiziell letztes Konzert. Wir würden uns sicher diesen Datum, den 18. Dezember 2018, sicher erinnern. Wir machen ein kleines Fest heute mit einem Programm mit viel Varietät. Wie immer ein bisschen. Und wir spielen heute Abend die Stücke, die wir am liebsten spielen eigentlich. Und wir sind angefangen mit ein kurzes Stück, komponiert auf das Scharnierpunkt von der Renaissance in die Barock von Michael Pretorius. Und danach hatten wir zwei Kompositionen von Peter Campo. Peter ist ein unserer Freunde und er schrieb viele, viele Musik für Gitarre, Saxophon, Blockflöten. Und vor einigen Jahren schrieb er sein Meditativo und Feuer für uns. Super Stück, wir lieben es sehr, diese zum Spielen. Wir gehen weiter mit ein bisschen Johann Hermann Schein. Und ja, dann wünsche ich meinen Kollegen, aber auch dir, ein wunderschönes Konzert. Danke. Thank you.
Goedenavond, liebes publicum. 30 jaar Vlaams Recordenkwartet had zelfverständlich unseres Leben gefärbt. Und wir haben sehr schöne Momente gehabt beim Proben, beim Musizieren. Auch wir haben, glaube ich, die ganze Welt gesehen. Wir haben 55 Länder besucht. Jedes Jahr war Asien dabei. Und jedes Jahr sind wir verschiedene Male nach Amerika geflogen, haben gute Kritiken bekommen in der Presse, wie gestern in Oldenburg. Ja, Oldenburg sagt, die Mutter der Blockflötenquartette. Das ist ein schöner Titel. In Japan spricht man von die Beatles von der Blockflöte. The New York Times hat in 2006 geschrieben, dass wir spielen wie die beste Streichquartette. Das war auch eine schöne Kritik. Und dann in Hawaii haben sie über uns geschrieben, in Belgien gibt es herrliche Schokolade, Diamanten, sehr gute Tennisspielerinnen. Das war diese Zeit so. Und auch Flanders Rekordenquartett. So, aber die schönste Musik, die wir bevorzugen, ist immer die Musik von Johann Sebastian Bach, die deutsche Musik. Und er hat einen großen Fehler gemacht, Bach, er hat nichts für die Blockflöte geschrieben. Am meisten für die Orgel und wir haben viele Bearbeitungen von seiner Musik gemacht. Das war auch möglich, dankzij diese Flöte. Und so gibt es nur 3 auf der ganzen Welt. Heutzutage 2 in Deutschland. Und dann noch eine. Das ist ein sehr komisches Exemplar. Es hat nicht bestanden früher. Und diesen Flötenhersteller, Friedrich von Hühne aus Amerika, hat die Hilfe seiner Söhne benutzt, um alles perfekt auszurechnen, wo die Finger Höhle sich befinden müssen. Er hat viel recherchiert. Und damit können wir ziemlich einfach ein Orgel nachahmen. Wir haben natürlich nicht die Grandeur, die Großheit einer Orgel, aber 4 Blockflöten können auch sehr charmant ineinander weben. Und doch, was ich dann sehr schön finde, ist, dass jeder seine Persönlichkeit reinstecken kann. Und dann hörst du doch ein Bach zu viert mit 4 großen Persönlichkeiten, aber das kommt sehr schön zu einem wie ein Orgel. Die Passacaglia von Bach. Thank you.
Blockflöten sind sehr schön und können vielleicht sehr schön spielen, aber ohne Musik sind wir nichts. Ja? Und wir sind sehr froh, dass verschiedene Komponisten für unser Quartett Stücke geschrieben haben. Wir sind sehr stolz, dass Sören Sieg für uns auch eine sehr schöne Suite geschrieben hat. Und wir sind noch stolzer, dass Sören Sieg heute hier ist. Ringo Ayuris geschrieben und Ing Saxeba, meine 16. afrikanische Suite. Letzte Woche ist die 27. fertig geworden. Und Ing Saxeba, was soll ich sagen? Drei Sätze sind das. Übrigens haben die vier das fantastisch auf CD eingespielt. 2016 mit Saskia Kohlen. Die CD heißt Five. Weihnachten steht vor der Tür. Eine wirklich ganz tolle CD. Und der erste Satz, sag mir, was Glück ist. Der zweite Satz, ich habe es ja geschrieben im Herbst 2015, als mein Vater im Sterben lag, also ein denkbar ernster Anlass. Und insofern ist es wahrscheinlich mein trauriges Stück, der große Kummer heißt das. Und das, der letzte Satz, losfliegen, Fafasela, das ist einfach so ein richtig fröhlicher afrikanisches Finale. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich es jetzt nochmal hören kann von euch. Danke. Thank you.
Sie haben Meilensteine gesetzt und Sie haben Bausteine Ihres Könnens an uns weitergegeben. Und wir möchten euch einen Baustein wiedergeben und vielleicht wird dieser Baustein ein Grundstein für ein nächstes Projekt und vielleicht hat Frank Sinatra das ja gar nicht alleine gemacht mit den Abschiedskonzerten. Müssen kurz sein wie eine Liebeserklärung. Diesem Zitat von Theodor Fontane schließe ich mich an und sage euch von ganzem Herzen, habt ganz vielen Dank für die vielen schönen Jahre, so toll gefüllt mit einer unglaublich schönen Musik. Vielen Dank. Thank you.